Drei, zwei, ja. Thuja occidentalis oder Thuja occulta? Das Thema Okkult ist der große Hauptbegriff, der über dem ganzen Thuja-Thema steht. Das Okkulte, Interessen für das Okkulte haben. Und im weitesten Sinne heißt Okkult das verborgen Geheimnisvolle. Die okkulten Wissenschaften sind die verborgenen geheimnisvollen Wissenschaften. Thuja ist ein Mittel, was ganz viel auf Friedhöfen vorkommt. Ist die meistgebrauchteste Friedhofspflanze. Und wenn man das aus dem Blickwinkel der Geomantie oder der Magie sieht, dann hat es auch ganz viel Sinn, weil Thuja schützt diese Räume. Sie schützt die Räume der Toten vor irgendwelchen Energien und Geistern, die irgendwas von diesen Toten wollen. Sie schützt aber auch die Welt der Lebenden vor den unruhigen Seelen der Toten. Ich habe viele Menschen mit Thuja behandelt, die krank geworden sind durch unsachgemäßes Channeln, besonders durch unsachgemäßen Jenseitskontakt. Es gibt viele Menschen, die sind hochmagisch begabt, die sind auch hochmagisch begabt, mit Verstorbenen zu sprechen. Es gibt viele, die das können, warum auch immer. Aber wenn sie auf ganz bestimmte Dinge nicht achten, auf die ja auch immer Rosina so explizit hinweist, Heilerschutz, dann können die daran krank werden. Und wenn jemand durch magische, okkulte Arbeit krank wird, Thuja das erste Mittel. Das gleiche, wenn jemand durch Pendeln krank wird, durch Reiki krank wird, durch Routengehen krank wird. Ich habe mehrere Routengänger mit vollen Praxen gehabt, die dann Nierenbeschwerden gekriegt haben, weil alle magische Arbeit, alle energetische Arbeit, und das habe ich von den Chinesen gelernt, geht an unsere Nierenenergie, wenn wir nicht regelmäßig frisches Qi nachführen. Habe ich euch ja alles erzählt, Stehübung, kleiner Kreislauf, Halleluja, Solarplexus atmen, zweimal täglich guten Sex, also ihr seid bestens aufgestellt, Entsetzungsspray, alles gut. Weil dann holen wir uns immer wieder neue, frische Energie, die wir auch abgeben können, mit der wir arbeiten können. Wenn wir das aber nicht tun, sondern auf Deibel komm raus, Reiki machen und pendeln und Tote channeln etc., kann das krank machen. Entweder dadurch, dass wir unsere Erbenergie erschöpfen oder dass, wenn wir nicht komplett und sauber sind und eine gefüllte Seele haben, indem wir dann Fremdenergien in uns aufnehmen. Also Thuja ist das wichtigste Mittel, es gibt noch ein paar andere, aber das wichtigste Mittel in der Rubrik Folge von Fremdenergie. Jetzt als erstes, wie kam Hahnemann auf Thuja? Die Geschichte ist schon an sich sehr okkult. Es kam ein junger Pfarrvikar zu ihm und eigentlich leben die vorehelich keusch. Und dieser Pfarrvikar hatte ganz viele Warzen, Kondylome am Genital. Und Hahnemann fragte natürlich sofort, haben Sie irgendwelche erotischen Kontakte? Und er sagte, nein, 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 überhaupt nicht. Ich bin noch hier ganz fromm und alles. Und Hahnemann hat ihm das nicht wirklich geglaubt, weil er dachte, Mensch, diese Warzen kommen doch nur durch sexuelle Kontakte. Und dann hat er diesen Mann mal zu Hause besucht und hat etwas sehr Ulkiges gesehen, dass der vor seinem Haus einen riesigen Thuja-Busch zu stehen hatte. Und das machen manche Menschen. Immer wenn er aus dem Haus ging, von den Knospen so ein paar abknipste und die aß. Manchen Leuten schmecken Thuja-Knospen. In der alten Phytotherapie hat man Thuja-Sud auch für Abtreibung benutzt, ähnlich wie Pulsatilla. Und als Hahnemann das sah, hatte er irgendwie, der war ja hochhellsichtig, der Hahnemann, da spricht man unter Homöopathen nicht drüber, weil man will ja ganz wissenschaftlich sein. Ja?
Aber Hahnemann, das muss man sich einfach vorstellen, war Freimaurer zu einer Zeit, wo die Freimaurer noch wirklich mit okkulten Techniken umgingen. Was sie ja heute, weiß gar nicht, ob das doch von denen noch einer macht, heute hat es eher so ein bisschen was, naja, hört sich jetzt blöd an, von Kaninchenzüchterverein. Ich war da zweimal eingeladen, habe da Vorträge über Hahnemann gehalten. Ich glaube, ich habe Hahnemann viel okkulter empfunden und magischer wie die. Die haben so ja bei meinem Vortrag gegessen. Da wird während des Vortrags serviert. Also ich fand das alles ein bisschen ulkig. Und also die sahen jetzt nicht aus wie die großen Zauberer. Aber egal, zu Hahnemanns Zeiten war das noch anders. Da waren die Freimaurerlogen wirklich noch okkulte Zirkel und arbeiteten an einem neuen Menschen, an einem Homo spiritualis. Sie arbeiteten an der Freiheit des Menschengeschlechts. Spricht ja Hahnemann, hat ganz viel Maurerworte im Organon. Weltenbaumeister, Menschenbrüder, Freiheit. Also ja, alle Revolutionäre der damaligen Zeit waren Freimaurer. Friedrich der Große, Freimaurer, Washington, Freimaurer, Rousseau, Freimaurer. Also der Geist war maurerisch in der damaligen Zeit. Ja, und dann sagte Hahnemann zu dem jungen Mann, lassen Sie das doch mal weg, machen Sie das mal nicht. Und nach kürzester Zeit waren diese Kondylome verschwunden. Und dann machte Hahnemann eine Arzneimittelprüfung mit Thuja, wo die Leute eben auch während der Prüfung Kondylome bekamen. Und dann hat Hahnemann gesagt, es scheint irgendwas mit Kondylomen, Warzen, dumm, dumm, dumm. So kam das in die Homöopathie. Ja, was wollte ich denn noch gerade kurz sagen? Ich hatte einen Gedanken, bevor ich zu dieser Hahnemann-Sache übergewechselt bin. Was war denn das? Mensch, kann ich gerade jemand mal meine Gedanken lesen? Vorher der Folge von Fremdenergie? Folge von Fremdenergie, ganz klar. Vielen, vielen Dank. Es gibt zum Beispiel viele Frauen, mit denen ich über dieses Thema gesprochen habe, die ganz klar sagen, dass sie eine sehr feine Wahrnehmung haben, wenn sie mit Männern sexuelle Kontakte haben, ob sie die haben mit oder ohne Austausch von Körperflüssigkeiten. Also wenn sie Körperflüssigkeiten des Mannes in sich aufnehmen, so schön es auch sein kann, die aufzunehmen, merken sie einfach, dass das mit ihrem Orgasmus, dass das mit ihrem Organismus was anderes macht, als wenn sie einen Gummi nehmen. Ja? Also die Körperflüssigkeit ist jedes Mal, wenn ich sie zu mir nehme, vielleicht ja auch ihr wollt, wie so ein Stück Besetzung mit etwas Fremdseelischem. Und ich meine, wenn du ein Kind kriegst von einem Mann, brauchst du ja ein bisschen Körperflüssigkeit, außer wir machen das völlig transzendental, und dann gibst du dich letztendlich dieser Besetzung hin. Also du willigst letztendlich einer Besetzung ein. Sonst geht es ja nicht. Wenn du nicht dieser Besetzung einwilligst, kotzt du von morgens bis abends, weil du willst es wieder loswerden. Thuja ist zum Beispiel auch ein wichtiges Mittel für Frauen, die von morgens bis abends in der Schwangerschaft kotzen. Und wenn man mal fragt, was ist denn los? Naja, eigentlich will ich das nicht. Und die haben sogar ja das Symptom, haben die Wahnidee in der Schwangerschaft, haben ein Tier im Bauch. Single-Symptom. Wahnidee hat ein Tier im Bauch, Wahnidee hat einen Dämon im Bauch. Schönster Film zu Thuja, Rosemary's Baby. Ganz toll. Die wird ja direkt vom Satan geschwängert. Wenn wir bei Filmen sind, gebe ich ganz kurz mit rein. Twin Peaks, alle Serien. Das war so meine Einweihung in den Schamanismus. Damals hatte ich von Schamanismus noch überhaupt keine Ahnung. Habe eine Thuja-Prüfung gemacht und typisch dazu fing die erste Twin Peaks-Serie an und ich war ein halbes Jahr nur mit Super Agent Cooper und den Dämonen unterwegs. Ja? Die zweite Staffel habe ich noch nicht gesehen, die habe ich aber schon auf dem Rechner. Irgendwann gucke ich mir die auch mal an. Und ein ganz schöner Thuja-Film, wo man absolut die Atmosphäre von Thuja mitkriegt, ist von Carpenter, Fog, Nebel. Aber der erste, nicht der zweite ist doof. Der erste. Nebel des Grauens. Ja, der erste. Der zweite, aber der erste ist richtig klasse. Das ist Thuja. Das ist ganz Thuja. Dieses bedrohliche,
es wird immer nebliger. Thuja hat ja auch die Wahnidee, die Welt ist vernebelt, der Blick ist nebelig, die Wohnung ist voll Nebel. Und wer sich mit Magie beschäftigt, der weiß ja, dass es ganz bestimmte Wesenheiten gibt, die sich wirklich vernebeln, dass du sie nicht erkennst. Das ist ja das Typische bei Thuja. Ein Engel ist da, leuchtet. Du hast erstmal Schiss. Und dann sagt er, fürchte dich nicht. Das sagt ein Dämon nie. Weil du fürchtest dich ja nicht wirklich. Weil du, außer du hast einen Sinn dafür. Dann kriegst du dieses unheilige Thuja-Zittern. Es gibt ja so ein Zittern, wenn die Leute sagen, ach, wenn da irgendwas bei mir in der Nähe ist, was, dann kriege ich so ein Zittern. Typisches Thuja-Symptom. Zittern. Thuja-Zittern. Und dann gibt es das heilige Zittern. Das ist Phosphor-Zittern. Irgendwas Großes, Wahres ist da. Das ist so dieses faszinierende Zittern. Und Dürkheim, mein erster spiritueller Lehrer, hat ja immer gesagt, das Überweltliche, das Göttliche, wenn einem das begegnet, erkennt man es immer an zwei Dingen. Einerseits am Faszinosum, aber dann auch am Tremendum, am Erschütternden. Ein Engel erschüttert. Darum sagt ja auch der Engel zu Maria, fürchte dich nicht. Hallo, ich bringe gute Nachricht. Weil wenn der Engel kommt, so war das auch bei meinen Engelerlebnissen, hatte ich erstmal scheißende Angst. Bei meinen ersten dämonischen Begegnungen hatte ich keine Angst. Ich wusste zwar, das ist nicht in Ordnung, aber ich hatte keine Angst. Aber als mir die Engel begegnet, war ich erschüttert. Wirklich erschüttert. Ja, erschüttert. Ja, Thuja. Bevor wir hier weiter einsteigen in das Thuische, möchte ich etwas zu einer Begriffsklärung sagen. Ich bin ja Anhänger des Sandra-Weges, das heißt, ich gehe mal davon aus, dass mir Wirklichkeit ewig verschlossen irgendwie bleibt, aber dass es Menschen gibt, die diese Wirklichkeit sichtbar machen können. Und nach diesen Sichtbarmachungen der Wirklichkeit richte ich mich dann. Also wenn jetzt Moritz kommt und sagt, Nebel, Angst, Fock, sie wollen mich holen und Hilfe und Kondylome am Po und weiß ich, nur als Scherz, dann, und dann fragt mich Moritz, ja, bin ich denn besessen? Dann sage ich, und das sage ich real so in der Praxis, weiß ich nicht, habe ich keine Ahnung. Ich habe auch keine Möglichkeiten, das wahrzunehmen. Und selbst wenn ich manchmal den Hauch einer Wahrnehmung hätte, eben dieses unheilige Zittern oder ich sehe einen bei dir auf der Schulter sitzen, dann würde ich das noch nicht mal sagen, sondern ich würde zu Moritz sagen, du, ich habe da eine Sandra und dein Energiesystem weiß, was das ist und dein Energiesystem weiß auch, was ich für dich tun soll. Und dann gehst du zu einer Sandra und die Sandra testet, Fremdenergien, ja, Fremdenergien, was für Fremdenergien, die und die und die und die, was soll der Andreas machen? Er soll Homöopathie geben, er soll Entsetzung machen, er soll Cordcutting machen, er soll räuchern, er soll dir die Stehübung erklären, er soll dir das Halleluja erklären, er soll zu Jupp gehen, Tetra High Healing machen.